So, und jetzt mal eine andere Thematik, die hier vorhin zum Stream kam. Oder im Stream kam, wo einer getimeoutet ist. Ist der Bruder noch am Start? Wahrscheinlich nicht, ne? Laut Liste ist er noch da. Vorhin hat einer die ganze Zeit reingespammt, ob mit Bros hier und mir alles okay ist. Wer war hier im Stream dabei, wo Teezy, Eli und Broski den Triple Stream da gemacht haben, übers Wochenende? Wer war hier am Start im Stream 1, wer war nicht am Start 2? Okay, einige waren da, einige waren nicht da. An die, die da waren, richte ich mich jetzt. Was habe ich in dem Stream gesagt? Weil sehr, sehr viele hier, ihr könnt bestätigen, es waren sehr, sehr viele hier. Warum bist du nicht beim Stream? Warum streamen die jetzt auf einmal mit Eli? Was sagst du dazu? Bist du enttäuscht? Keine Ahnung was. Es ging ja die ganze Zeit so, wo die live waren. Egal wann wir online waren, es ging die ganze Zeit so im Chat. Ich habe gesagt, mir ist scheißegal, Otto, mir ist scheißegal, wann die streamen, mit wem die streamen, warum die mit dem streamen. Es ist mir egal. Ich habe gesagt, dieser Stream ist der beste Indikator dafür, dass es die Crew nicht mehr gibt. Crew gibt es nicht mehr. Crew ist, gibt es nicht mehr. Wir sind untereinander alle cool. Keiner hat mit irgendjemandem ein Problem. Ich war zu dem Stream nicht eingeladen, weshalb ich nicht da war. Aber es ist für mich okay, weil es mir egal ist, mit wem die streamen, wann die streamen, warum die mit dem Stream. Jetzt erfahre ich oder krieg wieder Nachrichten privat, ob ich ein Problem habe, was ich im Stream gesagt hätte. Ich muss mich wieder rechtfertigen für eine Scheiße, was mir am Arsch vorbeigeht. Und so kriege ich mittlerweile auch gar keine Lust mehr, irgendwelche Dual- oder Triple-Streams zu machen, weil es einfach mittlerweile nur noch nervt, ne? Es nervt nur noch. Dass du dich jedes Mal rechtfertigen musst, mit wem du streamst, warum du streamst, warum ist der nicht dabei, was ist hier los? Es ist so anstrengend mittlerweile. Und ich konnte der Person jetzt schon wieder das Gleiche vorkauen, was ich jetzt hier schon wieder gesagt habe. Und ich werde das Video jetzt auf den Highlight-Kanal bringen, das wirklich, ich werde auch wahrscheinlich einen reißerischen Titel nehmen, damit das jeder checkt, die Crew existiert nicht mehr. Wir sind keine eingeschworene Truppe mehr, die nur noch alles miteinander macht und Events miteinander plant, wo nur noch wir auf dem Haufen sind. Was nicht heißt, dass es solche Triple Streams in Zukunft nicht trotzdem geben wird. Ja? Aber es ist so anstrengend, dass ich mich jedes Mal für Scheiße rechtfertigen muss, was ich im Stream einfach nicht gesagt habe, ne? Dass jedes Mal irgendein Hans und Franz da was reininterpretiert, es ist so anstrengend. Broski meinte, glaube ich, dass du nicht zu den Teases gefahren bist wegen deinem Sohn zu Hause. Bist du dir hundertprozentig sicher, Matze, dass er das so gesagt hat? Weil das wäre eine Lüge. Ich wurde nicht gefragt. Und es ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Weil die ihre Gründe dafür gehabt haben werden. Ich bin einfach raus aus dieser Zeit, dass ich alles hinterfrage. Er hat er nicht. Hat er nicht. So und so passiert. Sagen wir das beste Beispiel. Ich habe gedacht, ich habe gehört über drei Ecken, der hat da vielleicht so etwas gesagt und bumm, dann rennst du in einen anderen Stream rein, dann wird da wieder miese Vibes verbreitet und dann musst du dich privat mit Dingen auseinandersetzen. Dann entstehen Reibungen, wo eigentlich gar keine Reibungen sind. Ne? Ja, durch sowas kommt es. Und ich weiß, er meint es jetzt gerade wahrscheinlich gar nicht böse. Aber das ist, ja, ist so dieses stille Postverfahren. Du hast gerade etwas gesagt wegen deinem Sohn, definitiv, dass es nicht so einfach wäre. In der Vergangenheit, ja, safe. In der Vergangenheit, ja, safe. Aber bei diesen Dingen, ich wurde nicht gefragt. Und das Argument, das hat Benji damals bei Timo gebracht mit, wegen Sohn und privat, da ist Timo ausgerastet. Was das, das ist nicht der Grund und keine Ahnung was. Der Grund, dann jetzt bei mir zu nehmen, zieht auch nicht. Nur mal so am Rande. Aber wie gesagt, es ist kein Stress, wir sind alle cool miteinander. Es werden auch in Zukunft irgendwelche Sachen kommen. Aber Bruder, wenn ihr mich fragt, sage ich euch, was Phase ist und fertig. Aber verdreht doch bitte nicht meine Wörter. Ich habe auch wieder irgendwelche TikToks-Drecksclips gesehen, wo irgendeine Scheiße rausgeschnitten wird und dann in den Kommentaren steht, warum war Steini nicht dabei? Und einer kommentiert, ja, weil der Eli hasst. Dann hat er meinem Stream gesagt. Hä? Und das Ding hat über 100 Likes. Willst du mich verarschen oder was? Also. Das ist. Hättest du mit Eli gestreamt oder wäre es für dich ein Problem gewesen? Warum soll das für mich ein Problem sein? Aus welchem Grund?
Weil ich vor anderthalb Jahren gesagt habe, wo ihr mich zu Eli gefragt habt, ich sag, ich verfolge den nicht, weil mich der Content nicht interessiert, den er macht. Und zum damaligen Zeitpunkt hat er von anderen Leuten im Stream nur Packs geöffnet. Das interessiert mich nun mal nicht. Mittlerweile bringt er komplett anderen Content. Das sind ja komplett zwei Paar Schuhe. Mittlerweile kommt mir das wirklich so vor, als wenn ich in einem geistig eingeschränkten Kindergarten unterwegs bin, ne? Und ich mir schon wieder den Wecker stellen kann, boah, heute, wir haben heute gestreamt, wir haben über das Thema geredet, übermorgen kriege ich wieder drei Nachrichten auf WhatsApp, was ich wieder im Stream gesagt hätte. Das ist halt wirklich echt anstrengend, ne? Es ist sehr, sehr anstrengend, Alter. Wenn du dann halt im Stream jedes Mal mit der gleichen Scheiße konfrontiert wirst, obwohl dir alles am Arsch vorbeigeht. Oder mich interessiert nicht, wie viel Zuschauer jemand hat. Ja, sei den allen das Maximum gegönnt. Bruder, jeder soll hunderte, tausende von Euros verdienen. Mir geht's dadurch nicht schlechter. Und wenn ihr mich was fragt, kriegt ihr meine ehrliche Antwort. Hört auf, mir Fragen zu stellen, wenn ihr Angst vor einer Antwort habt. An die Leute, die die Kacke verbreiten. Hört auf, mir Fragen zu stellen, wenn ihr Angst vor der Antwort habt. Macht es dann nicht. Abschließend, ich habe mit niemandem irgendein persönliches Problem noch. Was weiß ich nicht, was für ein Problem. Mit gar keinem. Ich habe gegen niemanden irgendwas. Weder gegen Eli, noch gegen Broski, noch gegen der Name, der hier nicht genannt werden darf. Busenbenny. Teasy, Julian Bam, Gronk. Und wie sie alle heißen. Bruder, mir geht selbst das Casino-Thema am Arsch vorbei. Selbst das geht mir am Arsch vorbei. Wer da Casino streamt oder was, weil es nicht meine Baustelle ist. Es juckt mich nicht. Streamt alle, was ihr wollt. Amurant, juckt mir auch nicht. Juckt mich nicht. Pete's Meat, ja, mit denen habe ich Beef. Ich möchte einfach nur den Stream anmachen, eine geile Zeit haben mit den Leuten, die hier sein wollen. Bisschen Scheiße labern. Bisschen lachen. Bisschen Deep Talk, auch mal, ist auch mal ganz chillig. Mehr will ich doch gar nicht. Aber manchmal kommt mir das so vor, als wenn bei mir halt auf Krampf irgendwas gesucht wird, was halt einfach nicht der Fall ist, ne? Vor allem über Schalke aufregen, das ist das Einzige. Über Schalke aufregen und wenn ich in irgendwelchen Tops Panini-Boxen Scheiße ziehe. Bruder, da fuck me ab, da mache ich Auge. Aber doch bei dem Rest nicht. Bruder, sollen alle ihre Brötchen verdienen und wenn da einer mehr verdient, mein Gott, da ist doch auch gut. Dafür habe ich dann für mich schon wieder andere Sachen, die andere Leute nicht haben. Weißt du, mein Gott, das ist am Ende des Tages, ist das ein Geben und ein Nehmen. Ich weiß mittlerweile, wie Social Media funktioniert. Das ist halt einfach der Way to go. Ja? Aber kein Plan, ich wollte nie Everybody's Darling sein. Will ich nicht. Wäre ich Everybody's Darling, hätte ich mich selber verarscht. So weiß ich bleibe einfach mir treu. Ich fahre meine Linie, ob das Leuten passt oder nicht. Dann passt halt nicht, auch cool. Aber ich kann das auch nicht ändern, das bin nur mal ich. Wer das feiert, geil, wer nicht feiert, auch gut. Hat nichts mit, ich bin der Realste zu tun, absolut gar nicht, null. Ich will einfach nur mein Ding machen. Einfach nur mein Ding ohne Kopfschmerzen machen. Deswegen hört bitte auf, ihr könnt eure Meinung in den anderen Chat kundtun, weil es eure Meinung ist. Aber lasst mich da bitte mit raus. Wenn ihr den Stream geil fandet, schreibt es bei den Jungs rein. Ihr fandet den geil. Wenn ihr ihn kacke fandet, ja, dann schreibt, ihr fandet den kacke. Aber hört auf zu sagen, Steini dies, Steini das und deswegen war was geil, deswegen war was kacke. Hört auf damit. Vor allen Dingen gerade auch, wenn ich es nicht gesagt habe. Das ist die einzige Bitte, die ich habe. Wie gesagt, Jungs, mir ist Reichweite scheißegal. Mich interessiert es einen feuchten Furz, wie viel Reichweite jemand hat. Bist du korrekt zu mir, bin ich korrekt zu dir. Damit laufe ich durchs Leben. Mir ist scheißegal, ob du gelb bist, ob du schwarz bist, ob du grün bist, ob du was weiß ich nicht was bist, es juckt mich nicht. Mir ist scheißegal, ob du 8 Millionen Follower hast, ob du 10.000 Follower hast, ob du 5 Follower hast, es ist mir scheißegal. Bist du korrekt zu mir, bin ich korrekt zu dir. Bist du scheiße zu mir, bin ich scheiße zu dir. Punkt. Ende vom Thema. Easy. Weisheit des Tages. Und damit schließen wir die Kacke jetzt ein für alle Mal ab. Ich lade den Rotz jetzt hier auf den Highlight-Kanal hoch mit einem maximal reißerischen Titel. Und dann will ich davon nichts mehr hören. Gar nichts mehr. Bums aus. Twitch Prime ist kostenlos. Tschüss.